Servus aus dem Chiemgau, mein Name ist Harry, herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Fahrzeug. Im Winter hatten wir für euch mit dem NOCO GBX 75 eine mobile Starthilfe vorgestellt, die qualitativ zwar hervorragend ist, aber mit knapp 300 Euro eben auch eher im gehobeneren Preissegment angesiedelt ist. Und wir haben dazu sehr viele Anfragen von euch bekommen, ob wir nicht bei Gelegenheit auch mal einen günstigeren Starthilfe-Booster testen können. Und der Bitte wollen wir heute sehr, sehr gerne für euch nachkommen, weil der nächste Winter kommt bestimmt. Aufgrund der positiven Rezensionen bei Amazon wurden wir bei der Firma Vitoman fündig, einer aktuell nur eher unbekannteren Marke hier in Europa. Die Produkte zeichnen sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und wir testen heute für euch den V2500 Jumpstarter. Bestellen kannst du das Gerät für derzeit etwas über 75 Euro direkt bei Amazon. Den Link dazu sowie auch zu Vitoman direkt findest du wie gewohnt da in unserer Videobeschreibung. Kurz zu den technischen Daten des Geräts. Es handelt sich hier bei meinem Gerät, das ich direkt über Amazon auch bestellt habe, bereits um das ganz neue Modell, bei dem die Angaben im Vergleich zur Beschreibung auf Amazon sogar noch leicht nach oben korrigiert wurden. 8 Liter Benzinmotoren und 6 Liter Diesel soll dieses kleine Gerät hier zu neuem Leben erwecken können. Das ist fast auf dem Niveau des mehr als dreimal so teuren NOCO und die Peakleistung von 2500 Ampere ist sogar identisch. Ich finde sehr, sehr beeindruckende technische Daten für so ein kleines Gerät. Abstriche muss man dagegen bei der maximalen Ladeleistung machen. 18 Watt sind deutlich weniger als die 60 Watt via Power Delivery, die der NOCO zur Verfügung stellt. Leider muss man auch auf modernere USB-C-Schnittstellen verzichten. Der V2500 Jumpstarter kann lediglich über Micro-USB geladen werden, was deutlich länger dauert. Am Gerät selber sind zwei USB-A-Schnittstellen für Powerbank-Funktionen und eine Lampe mit drei unterschiedlichen Beleuchtungsmodi vorhanden. Konstant, Strobe und SOS sind da die Möglichkeiten, die man hat. Seitlich ist nur 15 Volt Output untergebracht, an dem beispielsweise ein Autokompressor oder Kühlboxen betrieben werden können. Dazu ist aber ein zusätzlicher Adapter erforderlich, der nicht mitgeliefert wird. Zu guter Letzt befindet sich unter der gummierten seitlichen Abdeckung dann der Anschluss für die Starterkabel. Beim Auspacken des Geräts ist mir sofort positiv die mitgelieferte Tasche aufgefallen. Ein zusätzliches Case wie bei NOCO ist damit nicht erforderlich, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Das Gerät selber ist sehr sauber verarbeitet, besteht aus einem robusten Kunststoff. Es ist auch deutlich kompakter und mit 1,2 Kilo auch nur halb so schwer wie das NOCO und damit einfach super portabel. Leider ist auf eine IP-Zertifizierung verzichtet worden, was ich persönlich sehr schade finde. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte da schon eher ein mulmiges Gefühl, bei nassem Wetter draußen mit dem Gerät am Auto zu hantieren. Das GBX 75 bietet da eine vertrauenserweckende IP65-Zertifizierung, was mir persönlich deutlich besser gefällt. Ihr habt das V2500 für euch an einem 2-Liter Benziner, 4-Liter Benziner und einem 3-Liter Dieselmotor getestet, die ich vorher alle über Beleuchtung und Marderschock entladen habe. Und in der Praxis muss man sagen, die Bedienung des Vitoman gibt keinerlei Rätsel auf. Es funktioniert wirklich alles intuitiv. Man braucht eigentlich keine Bedienungsanleitung. Und mir hat auch gut gefallen, dass am Stecker der Starterkabel nochmal so eine Art Kurzanleitung aufgedruckt ist. Da kann man bei Bedarf auch nochmal nachlesen. Im Endeffekt muss man einfach den Stecker am Gerät anschließen. Damit wird dann der Booster auch direkt aktiviert. An der Batterie anklemmen, logisch, und dann kurz prüfen, ob das grüne Licht leuchtet. Falls nicht, würde der Boost-Knopf zum Einsatz kommen. Meine Batterien waren jetzt aber nicht so tiefen entladen, dass das erforderlich gewesen wäre. Ich habe alle drei Motoren ohne Probleme starten können, wobei ich fairerweise sagen muss, für den 6-Zylinder-Diesel waren die Kabel fast einen Tick kurz. Ja, also da hatten in der Praxis aus meiner Sicht ein paar Zentimeter mehr einfach nicht schaden. Zusammenfassend finde ich, dass man beim Vitoman V2500 verdammt viel für sein Geld bekommt. Klar bietet das NOCO in manchen Punkten nochmal einen Tick mehr, allerdings einfach auch zu mehr als dreifachen Preis. Und
Ich würde sagen, wer das Gerät als Starthilfe eher selten benötigt und auch die Powerbank-Funktionen in der Praxis gerne nutzen möchte, der sollte aufgrund der sehr, sehr guten Portabilität da auf alle Fälle zu Vitoman greifen. Und nachbessern sollte der Hersteller aus meiner Sicht einfach bei den Punkten Ladegeschwindigkeit und bei der IP-Zertifizierung. Aber schreib uns gern auch deine Meinung zum Starthilfe-Booster. Was gefällt dir persönlich, was vielleicht auch nicht? Und auf was achtest du persönlich bei solchen Geräten? Das würde uns sehr interessieren, weil wir dann natürlich diese Geräte auch mehr für euch in den Fokus nehmen können bei unseren Tests. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gerne ein Like da und mit einem Abo unseres Kanals hilfst du uns enorm, solche Videos für euch zu machen. Bleibst zudem da auf dem Laufenden, wenn neue Videos von uns online gehen. Ich sage an der Stelle Servus aus dem Chiemgau, ganz herzlichen Dank für eure Anfragen und euren Support und bis zum nächsten Mal.